dir nicht viel verpasst, waren vielleicht nur 7 Sekunden oder so, weil ich bin wirklich nur da zuerst durchgerusht und habe nicht wirklich was erzählt. Also, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Die ist so bleich. Stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser? Sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Jo. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. So wie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Wollen wir hier mal kurz in See stechen? Also vor Anker legen? Aua! Das hat wehgetan. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten. Ein Schotthorn an die Schuhe. Aufgeilen, nehmt Druck vom Baum. Na dann. Geronimo, jetzt, wie gesagt. Der Captain geht schwimmen. Jo, der Captain geht schwimmen. Wie ich schon gesagt habe, als wir noch in Nassau. Was war das? Havanna waren? Dass ich eben solche Sachen machen werde mit euch. Yay! Also, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, was es hier so zu erleben gibt. Wahrscheinlich wird es nicht viel sein, aber okay. Irgendetwas habe ich bekommen, aber okay. Also 1000. Aber naja. Wie komme ich denn da hoch? Dass das geht, wie der kleine Ast ihn halten würde. Okay. Yay! Das Boot würde mich zurückbringen. Aber irgendwie gibt es hier keine Tiere. Leguane legen. Das soll ein Synchronisationspunkt sein? Okay.
Ich habe zwar auf meiner PS3 damals, PS3, Xbox 360, soweit alles gemacht, aber so habe ich mir dann die Aussichtspunkte nicht angeguckt, wo die alle waren. Das ist sicher da drüben. Wie komme ich jetzt da hoch? Yo, I see. Ja, nicht unten durch, sondern drüber. Genau. Ja, man kann auch zuerst mal fehlspringen. Anstatt, ja, genau so. Und dann hoch und dann einfach mal runter. Wunderbar. So, und wo sind jetzt die Kacktiere? Knarre ist auch schon davor, also ausgewählt. Was? Die wollen mich doch hier verarschen. Ach, hier. Warum? Hä? Der hat sich nicht mal gewehrt. Okay. Und warum ich nicht schießen darf oder so, ist auch noch eine erstklassige Frage. Kann ich mich hier auf die Lauer legen? Dort sehe ich noch ein Fragment und dort noch eine Schatzkiste. Eine Schatzkarte. Die nehme ich doch mal mit, wenn ich schon gerade hier bin. Und die Flasche hier drüben auch noch, wenn ich schon gerade hier bin. Hallo? Hier. Yo, Peter Beckford der Ältere. Naja. Zurück zum Schiff garantiert nicht. Ich habe noch nicht die Tiere erlegt. Ey! 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 Ich habe doch auf. Warum? Hey. Ey, ich hab. Ich kann manche Jaguare nicht töten. Ach, wunderbar. Das war der nächste. Ah, das ist ein Ocelot. Okay. Leguan, und wo sind die? Leguane, weiß ich nicht mal, wo die sind. Hier. Ich habe vielleicht die Viecher einmal gejagt, um eben alles zu kriegen, aber ansonsten war ich nicht so der Jäger. Auf jeden Fall nicht in diesem Spiel, da war ich in AC3 mehr der Jäger. Hier gehe ich lieber auf Haijagd. Jo, hier hoch und dann runter. So, und alles gesammelt. Platzhirsch. So muss das. Leguane, hallo? Die sind doch am Strand. Ach so, hier. So,
Dann hätten wir jeweils einen Leguan. Warum kann ich? Muss ich das jetzt erstellen oder was? Pistolenholster, Ocelot. Mache ich mal nur etwas. Was? Und was muss ich noch machen? Ein Gesundheitsupgrade erstellen. Oh Mann. Ist das nervig? Ich versuche noch. Ja klar. Ich versuche noch gegen Ende des jetzigen Parts mal kurz. Genau ein solches Viech per Luftattentat zu killen. Ob es noch zählt oder nicht, sehen wir gleich. Hallo? Hey, wie kriegt man da ein Ocelot von oben? Zum Glück bleibt das jetzt auch so. Wie kann der mich hören? Auf so weiter Distanz. Ja, hier habe ich die besten Aussichten. Hi. Kannst du jetzt noch zu mir abbiegen? Yo. Ha, ich hab's noch gekriegt. So muss das, so muss das. Und jetzt kann ich einfach wieder aufs Schiff. Ohne zurückzuschwimmen. Etwale treffen. Jo. Machen wir. Ahoi, Captain. Gefunden, was du brauchst? Na klar. Zwischen Brauchen und Wollen liegen Ozeane, Freund. Doch ich habe einen zweiten Holster angefertigt. Nun brauche ich nur noch eine Pistole, die ihn füllt. Hier. Aus dem Frachtraum, wie du sagtest. Wohl eher ein Blasrohr. Doch gut genug. Blasrohr. Nun, alle ausgeruht? Oder sollen wir noch länger trödeln? Richten wir Anker. Ich glaube, die Crew dürstet nach Zivilisation. Es gibt keine Zivilisation in Nassau. Aber es ist ein guter Ort, um seinen Durst zu löschen. Hehe. So. Auch diese Sequenz 100%. Tut mir leid, falls es manchmal ein bisschen langweilig ist, aber wie gesagt, ich möchte, wenn ich etwas sowas mache, immer 100% machen. Mehrere Pistolen, ja, ist okay. Waffen und Trimmen! Setz jeden Zoll Segel! Jetzt würde ich sagen, beenden wir den Part und würde sagen, nächstes Mal gehen wir nach Nassau.
Tödelö.